Hey Leute, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ich war gerade einkaufen, ich war gerade im Baumarkt und weil da gleich Edeka um der Ecke ist, bin ich noch mal schnell zu dem hintergelaufen und hatte noch was zu essen eingepackt. Aber was ist denn jetzt los? Sind das schon wieder Corona-Auflagen beziehungsweise jetzt hier für die Affenpocken oder was soll das? Ich wollte noch ein paar Scheiben Wurst und bisschen Zeug holen. Komm an die Wursttheke, guck die mich an. Haben Sie eine Nummer gezogen? Sag mal, bin ich auf dem Arbeitsamt hier oder hier im Kfz-Zulassung oder was weiß ich? Was sind denn das jetzt schon wieder für neumodische Sachen? Theke war frei, also mit Wartezeit kann es nichts zu tun haben, weil die Da war eine Frau vor mir an der Theke, die war gerade fertig, die hat gerade ihr Zeug in den Korb getan und ich war dran und da guckte die, ach nee, die war erst mal kurz hinten, hatte irgendwo noch eine neue Wurst vorgeholt oder irgendwas. Und dann guckte die mich so an, haben sie eine Nummer gezogen? Was soll denn der Quatsch jetzt schon wieder? Jedenfalls. Ja, zeigte die da irgendwo da hinten, müsste hingehen. Als ich dann nach den Nummern geguckt habe, ob da Automat oder was auch immer ist, standen schon wieder zwei Leute an der Wursttheke und da dachte ich, Scheiße, da lässt es, da habe ich mir jetzt bloß im Kühlregal was rausgenommen. Was soll denn der Quatsch jetzt? Egal. Ich wollte bloß sagen, wundert euch nie, also die haben schon wieder was Neues eingeführt. Und lasst mal euch überraschen, was das werden soll.